Moin, willkommen zurück zu Adaka. Wir spielen die Kampagne und wir sind in der Episode 1. Wir müssen jetzt uns durchkämpfen zu einem Zug. Beziehungsweise wir müssen, glaube ich, einen Zug freimachen, ein Bahngleis freimachen. Genau. Wir werden nämlich von der Polizei überfallen. Das geht ja so nicht. Nicht wahr? Wir haben ja nochmal die Waffe. Ja. Dreischusswaffe mag ich nicht. What the hell? Kobe. Au. Das tat weh. Autsch. Okay. Ich dachte, ich kann über den Sound schießen. Konnte ich nicht. Konnte ich nicht. Kobe. Geil. Er ist nicht gestorben. Ey. Yo. Was geht? Da ist doch noch einer, ne? Ja. Genau. Hier. Au. Okay, die Explosionen haben einen sehr großen Radius anscheinend. Oh, falsche Taste. Folgendes. Das mache ich jetzt mal. Ich wechsle Melee und Granate. Damit ich nicht immer Granaten werfe. Okay, Shotgun. Nice. Die Shotgun ist richtig geil. Man kann drei Waffen tragen, also nehme ich die Dreischusspistole raus. Das Dreischussgewehr raus. Jetzt wollte ich eine Granate werfen, hab Nahkampf angegriffen. Es ist immer das gleiche bei mir, ey. So. Kann ich hier rüber? Nein. Wo müssen wir lang? Nein. Achso. Ja, ja. Hier, natürlich. Oder? Nee. What? Hallo? Bin stuck? Nee. Achso, hier. Man hätte die komplett ignorieren können. WTF. Hier. Da. Da haben wir die Folge gestartet, by the way. Gehen wir mal hier weiter. Alright. Du. Railhead. Ah, ich erinnere mich. Hier kenne ich das Spiel ja auch noch. Hoffentlich ist die nicht runtergefallen, die Waffe. Die ist wieder runtergefallen. Genau wie in der Demo. Der hat ja nämlich einen Sniper, mit dem dann hier einiges einfacher geht. Scheiße. Ich lade. Aber ich glaube, jetzt habe ich... Ah, ne. Kann das nämlich anders machen. Kann das ja so machen. Peng, gib her. Danke. Aua! Wir können halt eine Handfeuerwaffe haben. Und zwei größere. Oh Gott, Alter. Was haben wir denn hier noch? Hier noch jemand? Hier muss noch jemand sein. Da. Jungs. Ist. Ah. Nein! What the fuck? Macht ihr? Leute! Oh, ich hab keine Muni mehr.
Tschüss. Tschüss. Okay. Hier war noch einer, oder? Nee, den haben wir schon. Ich warte noch mal, bis ein Zug vorbeikommt, weil ich will nicht, ne? Sterben. Okay. Lauf! Oh, Leben, dankeschön. Nee. What? Okay. Alter. Ach so, hier ist ein... Ja, ja. Oh Gott. Kobe. Nein. Mann. Ja, tschüss. den hat's weggebolzt. Alles klar, du Trottel. Was ist... Hä? Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Also wie ein Server oder so. Kommt ein Zug? Komm, wir laufen einfach. Geronimo! Wir können... Müssen wir hier weiter? Ich glaube, wir müssen da weiter. Nee, wir müssen hier weiter, oder? Nee. Wir müssen da hinten weiter. Hier ist nur ein Geheimnis anscheinend. Oh, oh. Eine Pistole? Da auch runtergekonnt? Warum soll man da runter? Hm, okay. Hier kann ich hoch, naja. Okay. Ah, da ist auch noch was. Leben, danke. Das finde ich gut. Speichern. So, Road closed. Okay, jetzt erinnere ich mich. Was das ist hier, ja. Irgendwie so ein Außenposten von den Jungs. Eins weg. Zwei weg, das war auch ein Sniper. Oh Gott! Okay. Nein. Wow, hey, mein Freund. Wir sind hier der Sniper. Damit das klar ist. Tschüss. Oh, die Physik gemischt mit dem... mit Ragdoll, es ist so geil, ey. Ich liebe es. Da oben ist jemand. Alter, Junge. Da oben war jemand. Und das Spiel ist so geil, ey. Leider sind die solche Spiele halt nicht mehr... Oh, eine Magnum? Oh, eine Magnum. Leider sind solche Spiele halt überhaupt nicht mehr populär. Das macht mich traurig. Okay, hier ist nichts. Oh ja, Ravenholm Vibes. Ei! Na, wer Half-Life 2 gespielt hat, weiß, was ich meine. Sägeblätter in Ravenholm. Genau. Jetzt kommen hier nochmal Leute. Ja, und wir werden wieder angegriffen. Komm her. Wo seid ihr? Wir haben doch wieder Leute abgesetzt, oder nicht?
Ja, ich höre sie. Aber sie zeigen sich nicht. Die Halunken. What? Yo, Leute. Oh Gott. Kann ich hier durch? Nee. Oh, ich habe eine Feuergranate geworfen aus Versehen. Entschuldigung. Hier kriegt ihr jetzt eine richtige. Peng. Alter, könntest du mal sterben? ETF. Oh. Wo? Da. Oh Gott. Heilung, Heilung, Heilung. Danke. Das Spiel läuft so rund, ne? Es ist krass. Von einem Entwickler kann man sowas. Wie geht das? Ich verstehe es nicht. Das muss so unglaublich viel Arbeit sein. Okay. Ich glaube, das war alles. Yep. Nein. Jetzt war das alles. Outpost 3 ist gesäubert. Weiter. Road closed. Keep out. Wir sollen hier nicht hin, wurde uns gesagt. Beziehungsweise hier ist noch okay, aber beware. Kommt bald. Quick Detour. Sehen wir hier irgendwas? Nein. Oh Gott. Müssen hier rüber. Zoom. Okay. So. Hui. Hui. Okay. Jetzt wollte ich wieder Nahkampf drücken. Und habe eine Granate geworfen. So. Kommt nämlich der Fahrstuhl rüber. Yep. Hier ist eine 3. Schon wieder. Ey. Bin echt so blöd. Okay. Bap. Und jetzt fährt der Fahrstuhl wieder rüber. Coole Physikspielereien. Oder kleines Mini-Rätsel, sagen wir es mal. Nennen wir es mal. Schon wieder. Lerne es nicht, glaube ich. Okay, hier haben wir Waffen der... Oder ungewöhnliche Waffen, sagen wir es mal so. Einen neuen Granatentyp. Will ich Sniper? Nee, jetzt brauche ich keinen Sniper mehr. Ich weiß ja jetzt immer noch, was kommt. Nehmen wir mal so. Oh, komische Deliver Us, komische Symbole. Das ist nie gut. Our Holy Machine. Granato! Ach du Scheiße! Okay, wir haben irgendeine Elektrogranate. What? Okay. Und hier irgendwelche komischen Kultisten greifen uns an. Oh, von wo? Für die Sniper wäre doch ganz gut gewesen. So. Da-da-da. Transmission received. The warnings from our brothers in the cities are true. New enemies of our conflux are descending upon these holy peaks. They are even more damnable than those heretics who desecrate the arcs. For these new
For these new foes have machinations far more blasphemous. Take heed, fellow disciples. These legions are worthy of only the highest punishment. See that none breathe who do not belong to the conflux. Ein religiöser Kult wollen alle auslöschen, die nicht daran glauben. Das ist doch immer super. Pyro-Cannon. Granato! Noch eine Granato! Ui! Lass mich durch! Das ist ein Fußball. Okay. Wo seid ihr, ihr Lappen? Catches. Oh! Du hast keine Shotgun-Ammo mehr, deswegen werde ich jetzt die Waffe wechseln. In der Demo fand ich diese Waffe, die wir jetzt haben, richtig scheiße. Mal gucken. Auch ist nämlich auch eine Burst-Waffe. Molotow. Noch eine Granate. Ja. Bam, bam. Schlitz! Schlitz! Okay. Oh. Tschüss. Hier ist irgendwie ein Panzer, warum auch immer. Chimera, bless us. Ich glaube, wir haben jetzt genau den Strom hier unterbrochen. Das heißt, wir können jetzt hier rein. Und genau hier sollten wir eigentlich nicht rein, hat uns Dr. Chops in der ersten Folge noch gesagt. Glaube ich. Jo. Und die Stelle war in der Demo so scheiße. Also entweder war ich dumm und habe nicht gecheckt, dass ich einfach eine Taschenlampe habe. Oder da gab es noch keine, weil... Ich musste diese Lampe hier die ganze Zeit so mittragen. Dann fallen lassen, wenn Gegner kommen. Und das Licht war auch nicht so wirklich geil. Es war so kacke. Wieder falschen Knopf gedrückt. Ich lerne es nicht, ne? Keine Ahnung. Tunnel Vision. Yo. Das ist auch ein bisschen creepy, bin ich ehrlich. Das hier alles musste ich teilweise in kompletter Dunkelheit machen. Oder nicht kompletter Dunkelheit, aber sehr, sehr dunkel. What? Hallo? Achso, warte mal. Nee. Ah, schon vorbei, okay. Hier. So, und hier habe ich auch nicht gecheckt, wie man hoch und runter schwimmt. In der Demo, weiß ich noch. Bin ich irgendwie dreimal gestorben oder so. So, jetzt weiß ich es aber. Dann geht's einfach weiter. Ui. So. Was haben wir denn hier? Bum, bum. Los? Okay. Ja. Hier nehmen jetzt wieder Bros. Okay, hier können wir nicht durch. Okay. Ich glaube, der hat das Areal auch vom Aufbau geändert, oder? Ah ne, jetzt kommt das.
Die erste beschissene Stelle. Ach, von hinten kommt die auch noch. Aua. Okay. Ja. Es war so dunkel hier, ey. Und hier kamen richtig viele Typis. Wo, von wo kommt? Oh. Oh Gott. Nein. Kommen immer noch viele Typis. Ich hab dich hier eingesperrt. Hallo. Geil. Okay. Ich hab nochmal was gehört. Da kommen sie wieder. Hey, ihr Lappen. Bonk. Bang. Okay, die sind eingesperrt. Moin! Na Jungs, was geht? What? Manche davon haben halt auch Waffen. Oh, sind hier viele, Mann. Okay. Wow, wow. Ja, danke, das war's. Okay. Hier liegt ja noch irgendwie Leben oder so. Our holy machine, he has been built. Okay. Die glauben anscheinend an irgendeine heilige Maschine. Warhammer 40k. Adeptus Mechanicus Vibes Intensify. Auf jeden Fall. Gib mir mal was zu essen, danke. Auf der anderen Seite davon waren wir, glaube ich. Explosives? Das ist doch immer gut! Yay. Das hat's gebracht. Okay. Kommt her. Ich hatte hier keine Munition mehr in der Demo, ey. Das weiß ich noch. Das war so schlimm. Okay. Bam. Hier hat man auch nichts gesehen. Bumm. Oh Gott. Man kriegt einfach eine Rakete ins Gesicht. Von out of nowhere. Komm her, Bro. Oh, jawohl. Okay. Okay, das war's, glaube ich. Das war's mit unserem Leben, ja. What the hell? Und... Oh, das alles nochmal. Nee, na gut. Warum? Hä? Ich glaube einfach, weil das Ding zu leicht war, wa? Autsch. Hier. Ich. Die läuft rum. Ist nicht tot. Bam. Okay, du. Ihr Lappen. Okay. Okay. Ja.
Oh, von da hinten. Okay. Der hat uns gerade gekillt. Glaube ich. Ah, da kommen noch welche. Okay. Bonk. Ah, man muss vorziehen mit dem Ding. Alter! What? Nein, nicht sterben. Okay. Boah. Glaube, das war's. Oh, yes. Moin! The hell? How did you get through the tunnels alive? Wait, you wouldn't be the one Dr. Chap sent our way. I'll let you on in then. But I'll have to ask you to give up your guns at the gate. Can't be too careful these days. Okay, puh. Okay, Freunde. Das wär's dann auch mit der zweiten Folge von Adaka. Kampagne. Episode 1. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.